Hallo ihr lieben YouTuber, mir wurde ein Link zugeschickt vor, weiß nicht, einer Woche oder so, wo ein Dr. Karl Probst ein Video über Gesundheit postet und ich wurde gefragt, einfach das mal anzugucken und ein paar Kommentare dazu zu machen. Und weil das Video so Hammer war und ich habe wirklich ein paar Kommentare dazu vorbereitet, habe ich gedacht, ich würde sogar ein öffentliches Video daraus machen, deswegen siehst du mich, und nicht nur der Person so persönlich antworten. Mir geht es natürlich nicht darum, wie ihr vielleicht kennt, so ein Bild vom Sandkasten, wo die kleinen Kinder im Sandkasten sitzen und jeder so Backe-Backe-Kuchen macht und dann mit Schäufelchen aneinander gegen Kopf und gegen Kuchen hauen und am Ende hat man nur Stress, alle zerstritten. Und so geht es mir nicht darum, jetzt Herr Dr. Karl Probst irgendwie schlecht zu machen oder mit meinem Schaufelchen gegen seinen Kuchen oder gegen seinen Kopf zu hauen. Mir geht es wirklich noch darum, euch zu zeigen, wie genial Gesundheitskonzept von Coral Club ist, weil das, was in seinem Video Herr Probst erklärt, eigentlich den Konzept bestätigt. Nur er kennt nicht diese exklusive Produkte von Coral Club, deswegen zieht er zu dem Konzept die Mittel oder die Produkte, die er momentan kennt. Dann werde ich dir zeigen, dass diese Gedanken, Leitgedanken, die Herr Dr. Probst in seinem Vortrag hat, auch tief in dem Gesundheitskonzept von Coral Club verankert sind. Also, wenn du das Video vom Herrn Dr. Karl Probst noch nicht kennst, dann bitte schau dir den Link an. Der steht hier unten in den Kommentaren. Schau dir das Video an, mach hier eine Pause mit meinem Video und dann schau meine Kommentare dazu an. Am Anfang von seinem Video erklärt Herr Dr. Probst die Grundlage für die Gesundheit. Und er sagt genau das, was ich seit 2,5 Jahren genauso sage und Coral Club seit 20 Jahren. Es kommt auf die Elektronen an. Er zeigt eine Seite aus seinem Buch, wo wir einen Grafik sehen. Also unten horizontale Ebene, das ist Säure-Basen-Haushalt. Und diese vertikale Skala zeigt eine diese ORP, Oxidation-Reduktionspotenzial. Und er sagt, dass diese untere schon entdeckt, ja, in vielen Prinzipien von Gesundheit verankert, aber diese ORP vom menschlichen Milieu überhaupt wie verschwiegenes Thema ist. Und er sagt gerade, es kommt bei einem gesunden Menschen drauf an, wie in welchem Quadrant er sich befindet. Und gesunder Mensch muss sich immer in diesem rechten unteren Quadrant befinden, wo sein Milieu basisch ist und negativ geladen, ORP negativ. Also, wie ist die Lösung dafür, wenn man sagt, ja, ich möchte in diesem unteren Quadrant sein? Coral Club bietet ein Produkt wie H-500. Das ist ein innovatives, gewaltiges Produkt, was ein stärksten Oxidant, was auf dem Markt überhaupt geht. Warum ich das so sage? Weil eine Kapsel von H-500 wird zu 10.000 Gläser frisch gepresster Karottensaft verglichen. So, und Dr. Probst sagt, dass warum wir überhaupt Rohkost betreiben, also viel frisches Essen, weil wir aus der Nahrung alle Elektronen haben wollen. Und eine Kapsel H500 bietet das. Herr Probst sagt, dass man mit Natron sich auch in diesem basischen Bereich bewegen kann. Die Meinung von Coral Club und von mir ist dazu folgende. Natron ist eine chemisch hergestellte Lösung. In der Natur kommt Natron nicht vor. Und Natron, obwohl er Menschen kurzzeitig wirklich basisch machen kann, kann er aber, wie das Fett in der Spüle auflösen, so auch Fettzellen von unserem Magen, vom Magenschleimhaut und Fettzellen von unserem Gehirn genauso auflösen. Also Natron ist nicht für tägliche Anwendung brauchbar. So, als nächstes Herr Dr. Probst sagt, dass es kommt darauf an, wie gesund der Darm ist, so gesund der Mensch ist. Und das ist genauso, so sehe ich das auch. Und er geht auf diese gekippte von viel Zucker, von falscher Nahrung, ne, Darmflora ein. Und er sagt, wenn in der Regel ein Mensch 1,5 bis 2 Kilo Darmflora hat und die ist gekippt, das heißt, da ist es eine pathogene Flora, Bakterien, Pilze, Parasite und alles, was da leben kann, und nicht mehr die gute Bakterien. Natürlich diese ganz kleinen Kapselchen von Superflora oder egal welche Probiotika, natürlich nicht gegen diesen 2 Kilogramm von schlechten Darmflora ankommen kann. Und da gebe ich ihm 100% recht.
Deswegen sagt Cora Klapp, an der ersten Stelle kommt erstmal das richtige Wasser mit den Elektronen, mit richtigen OEP-Wert, mit dem basischen Wert. Ja? An der zweiten Stelle fangen wir erst an, diese Darm zu reinigen, diese gekippte Flora zu reinigen, pathogene Flora zu reinigen. Und dafür gibt es viele Produkte, zum Beispiel Antiparasitenkur, Colovada, Lymphreinigen. Ne? Also wir fangen an zu reinigen. Und erst dann, wenn Flora im Darm leer ist oder fast leer ist, sag ich mal, da fangen wir an, gute Darmbakterien reinzugeben in Form von Superflora, Megacidophilus, das sind die Probiotikas. Aber wir geben denen noch die Nahrung, damit diese kleinen Bakterien aus kleinen Kapselchen noch maximal sich vermehren können. Und dieses Produkt heißt High Fiber und sorgt dafür mit ganzen Ballaststoffen und anderen Stoffen, dass Darmflora maximal oder sehr gut sich aufbauen kann. Das Thema Schwefel geht, dann natürlich ist dem Coral Club das Thema Schwefel schon lange bekannt. Deswegen ein Produkt wie gesunder Darm beinhaltet Schwefel. Bei uns heißt dieses Produkt MSM. Kann natürlich auch so roh, also MSM nur in der Dose gekauft werden, aber in dem gesunden Darm ist das auch drin. Und wenn es bei dem Schwefel darum geht, dass der Schwefel viele Elektronen freigibt, muss man überlegen, was geschieht dann mit dem Schwefel? Zum wann wird das, wenn es ein Elektron gibt. Und in dieser Hinsicht, H-500 ist tausendmal bessere Produkt. Warum? Weil wenn H-500 Elektronen abgibt, als Rest bleibt H2O, also nur Wasser. Außerdem sagt Herr Dr. Probst, dass ein fanatischer, 100% anspruchsvoller Rohkoster zu sein, ist sogar nicht so gesund und zielführend. Er bringt einige Statistiken oder er sagt, es gibt viele Studien in der letzten Zeit veröffentlicht worden. Er sagt nicht explizit Namen, aber jedenfalls sagt er, dass einmal daneben zu hauen und irgendein Stück Kuchen mit der Torte zu essen, ist sogar gesünder, ne? So, weil somit Immunsystem und ganz Organismus noch mit etwas zu kämpfen hat und somit, sage ich mal, am Laufen bleibt. Ne? Meine persönliche Meinung dazu ist auch so, ich sage, Gesundheitskonzept ist nicht dafür gedacht, dass du sich in so einen Stress fängst und nur alles 100% versuchst perfekt zu machen mit Gesundheitskonzept, gerade wenn du auch daneben haust, gerade wenn du auch nicht mal Möglichkeit hast, irgendwo auf Reisen und so perfekt zu leben, dass du mit dem Gesundheitskonzept deinem Körper auf der Reise hilfst. In meinem Informatikstudium damals haben wir etwas über Pareto-Prinzip erfahren. Wenn du irgendwie ingenieurmäßig so angehaucht bist und davon Ahnung hast, wirst du wissen, wovon ich spreche. Also Pareto-Prinzip sagt aus, dass mit 20% Aufwand würdest du 80% des Erfolgs erreichen. Und wenn du aber 100% haben willst des Erfolgs, musst du, also damit du die 20% noch weiter erreichst, musst du 80% Aufwand betreiben. Deswegen viele Ingenieure und so, sage ich mal, pfeifen auf diese 20% des Erfolgs, weil dir so viel Aufwand kosten. Und ich würde das genauso auf die Nahrung übertragen. Lieber fährst du mit 20% Aufwand 80% der Ergebnis und Coral Club Konzept hilft dir dabei, als wenn du gestresst, genervt, unerträglich versuchst, 100% zu fahren. Und ich würde ja jetzt schon sagen, das wird sowieso nicht hinhauen. Und jedes Mal, wenn du ein bisschen daneben haust, würde ich total aus Verfassung bringen und viel Schäden in deine, also in deine Gesundheit, deinem Körper antun, als du das vielleicht vermutest. Daher mit Konzept entspannt durch das Leben gehen als andersrum. Wie er auch sagt, sage ich auch, es geht um ein Komplettpaket. Es geht um entweder oder. Es reicht nicht, um ein paar Wochen Chlorella auszuprobieren. Es geht um eine bewusste Entscheidung, Verständnis, was steuert meinen Körper, was schiebe ich mir in den Mund, ja, wovon ernähre ich mich. Also das heißt, es geht, man entscheidet sich für einen Weg, das zu Gesundheit führt, oder für einen Weg, das dich permanent zerstört. Denn die Ärzte, Universitäten, die Regierung werden dich nicht schützen. Das sagt Herr Dr. Probst. Ich stehe auch zu dieser Meinung. Und was ich total süß von ihm finde, wie er sagt, außerdem hat lieber Gott dir diese Substanz schon 2 Ohren gegeben. Du sollst also nachdenken, dein Gehirn. Also bitte schaltet eure Gehirn an, denkt nach und ihr seht, wie logisch und einfach es ist, Gesundheit in unserer Hand zu haben. Herr Probst sagt, wir werden in unserer Gesellschaft durch Angst manipuliert. Denn Angst ist eine gewaltige Kraft, die uns auch zu Entscheidungen treibt. Und
Ich habe mir dann gedacht, ja natürlich, so wie Pharma auch arbeitet. Uns wird gesagt, und wird es eingejagt. Angst vor Fieber. Und deswegen musst du unbedingt alle möglichen Medikamente, pharmazeutische Mittel geben, um Fieber zu senken. Und wird gesagt, Angst vor Grippe, Epidemie, vor einer Krankheit, die deinen Körper zerstört. Deswegen musst du dich erstmal unbedingt impfen. Zweitens musst du alle möglichen Antibiotika zu geben, ob unser Körper so dumm wäre und nicht schaffen würde, unser System, meine ich, ne, Immunsystem, ob das Körper nicht schaffen würde, alleine das zu bekämpfen. Also du musst helfen, ja? Und im Grunde liegt diese Angst, oder wovon, oder allgemein Angst vor Tod, Angst vor, ja, diesen Seuchen, ja? Und weißt du was? Das, was Herr Dr. Probst sagt und was ich sage, unsere Konzepte, da kommen Menschen nicht durch Angst, sondern durch eine freiwillige, überlegene Entscheidung. Also ich habe keine Angst vor diesen Krankheiten und lade dich zu dieser Entscheidung auch ein. Dr. Probst sagt Folgendes. Wir alle können unabhängig von welchem Alter auch regenerieren. Und wenn man ihn anguckt, habe ich gesagt, ey, Chapeau, Hut ab. In so einem Alter so agil zu sein, finde ich klasse, wünsche ich jeden von uns, wünsche ich überhaupt unserer Gesellschaft. Und was ich noch ganz besonders an diesem Mann finde, ist, dass er so ein gottesfürchtiger Mann ist. Und mir geht es nicht darum, dass ich euch zu einer Kirche jetzt hier rufe. Mir geht es nicht um die Kirche, sondern um eine Beziehung zu Gott. Für mich persönlich habe ich auch die Entscheidung getroffen. Ich habe mich mit meinem himmlischen Papa im Himmel versöhnt, bin deswegen seit, weiß nicht, 2007, also 11 Jahre überglücklicher Mensch, und das wünsche ich dir auch, weil wie Herr Dr. Probst, so auch ich, wir sagen, wir bestehen nicht nur aus dem Leib, wir sind geistliche und seelische Wesen, und natürlich, wenn ein Stuhl nur auf einem Bein steht, wird er sowieso kippen. Also das her, Dreieinigkeit von uns ist sehr wichtig, und deswegen löse bitte für dich auch das Problem, was Seele und Geist anliegt. Vielleicht schlag mal eine Bibel und lies ein bisschen da oder so, keine Ahnung. Als Fazit kann ich nur Folgendes sagen. Ich und Herr Probst, wir sitzen in einem Boot, tatsächlich. Und Unterschied zwischen uns liegt nur in einer vielleicht kleinen Sache, aber sehr, sehr entscheidende Sache. Mein Boot schwimmt auf dem Wasser und sein Boot steht am Ufer, also am Rande des Wassers. Warum? Weil Gesundheitskonzept von Coral Club an der allerersten Stelle das Wasser betont, eben mit den ganzen wichtigen ORP und pH-Wert Eigenschaften, weil unser Körper immer noch 90-70% aus Wasser besteht. Und die anderen Punkte wie Entgiften, gute Nährstoffe, das ist dann, sage ich mal, obendrauf oder das, was man danach machen kann. Deswegen, ich würde einfach Folgendes sagen, wenn Herr Probst dieses Video angucken würde oder jemand ihm diese tolle Nachricht über Wasser rüberbringen würde und er würde das annehmen, bin ich mir ganz sicher, wird er ein ganz toller Coral Club Fan sein.